Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Quake 2, The Reckoning, die Abrechnung unter Linux mit Yamagi Quake 2. So, in der letzten Folge haben wir uns in die Outer Base vorgemogelt, indem wir dann unsere Datadisk unter anderem auch in den CPU Processing Unit irgendwas reingestopft haben und wir jetzt wissen, dass die Strock flottet auf der Suche, deren wir Position wir waren, sich auf dem Mond befindet. Von Strogo, auf Strogos Mod. Und jetzt sind wir eigentlich dazu gerade dabei, wir wollen die Fuel Production von den Strocks lahmlegen. Weil ohne Fuel fliegt es sich ein bisschen schlechter als sonst. Das ist ganz schön trübes, matschiges Wasser. Und da unten sehe ich schon komische Schlangenviecher. Au, ich habe gerade voll das Rohr in die Fresse gehauen. Dass man die Dinger nicht benutzen kann. Sieht besser aus. So, die Brücke extended und dann einmal so auf die sich vielleicht wechseln, dann kurz speichern und tauchen gehen. Das hat sogar noch ganz schön in Grenzen. Ich hätte befürchtet, hier unten überwartet uns die übelste Tracht Prügel. Aber ich glaube, diese komischen Schlangenviecher haben wir gerade alle relativ gleichzeitig erledigt bekommen. Max Lux. Ah, das Max Lux. Das klingt schon so, als wenn sie die Raygun ersetzt hätten. Oh, schade. Die Raygun war schön. Ich mochte die Raygun. Die Raygun war ein schönes Ding. Schönes Ding, Harry. Schönes Ding. So, also, wie kommen wir jetzt wieder da hoch? War hier eine Treppe versteckt? Ach, da vorne. Hier bei unserem wunderschönen Geschütztürmchen. Ah, hier. Combat Armor. Hua, hua, hua. Jo, okay, speichern. Ja, dieses Tor sieht aus, als wenn es nicht nett wäre. Was ist hier passiert? Hyperblast gibt's ja doch noch. Easy. Geile Sache. Ich dachte schon, die hätten ersetzt. Da gibt es ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es die Dings auch noch gibt, die Raygun. Locate Control Room. Obtain Red Key. Wo auch immer du her weißt, dass du einen roten Key brauchst. Die Tür sieht kaputt aus. This door is not functioning. Ja, dachte ich mir schon fast. Access denied. Ach ja, die Hyperblast. Oh, das ist sie doch, oder? Ba-ba-da-ba-ba-da-ba. Ach, das ist unser Inventar, aber wir müssen doch auch... Ach ja, Hyperblaster, Entschuldigung. Iron Ripper und Phalanx. Iron Ripper und Phalanx heißen die anderen beiden Dinger, also okay. Kurz speichern, weil das sieht nicht nett aus. Ich wollte gerade sagen, holy shit. Gut,
Das Vieh lief doch sogar noch vergleichsweise human hier gerade. So. Aber das könnte die nicht funktionierende Tür von der anderen Seite sein. Würde ich schon fast behaupten. Ja, gut. Nicht rennender Dingsbums, da sehen wir mal drüber hinweg. Ich finde diese, ich nenne es mal Jumpscare, schon irgendwie ganz witzig von Quake. Sammelst irgendwas ein und dann plötzlich kriegst du es auf die Fresse. Das ist schon irgendwie was Besonderes. Muss schon irgendwie sagen. Oh, scheiße. Wenn man nah genug dran bleibt, benutzt sie ihre Raygun nicht. Ja genau, jagt deinen eigenen Dude hoch. Schön, dass wir hier so dämlich sind, dass sie ja auch gegenseitig angreifen. Holy shit. This door is opened elsewhere. Der Klassiker. Oh, normales Slugs haben wir bekommen. Normales Slugs zu bekommen ist ein Indiz dafür, dass es die Waffe dazu natürlich auch gibt. Holy shit. Warte, der Superstock hat so einen Wumms drauf, Alter. Der ist ja fast weggeflogen, ich sehe ja. Holy shit. Speichern? Oh. Unsere Raygun auf jeden Fall schon mal. Jetzt müssen wir da nur noch irgendwie drankommen. Hm. The door is open, da sehe ich. Ja, wahrscheinlich die Door, die opened elsewhere ist. Oder war. Na, hier habe ich noch voll. Hier oben hochzukommen, war es natürlich nicht ganz meine Absicht, aber auch schön. Ja. Achso, das hier war die Tür, glaube ich. Die zu war bis gerade noch. Wer war das, ne? Ich hab dich genau gehört. Nein, bleib mit deinen Granaten woanders.
So, ist hier oben was Schönes? Oh, ja. Und Dingsbums hier, eine Phalanx. Ach, die Phalanx ist das Ding mit den reflektierenden Disken. Okay, schön. Ja, schön. Sieht aus, wenn man die Gitter wegmachen könnte. Oder aber, nein, man könnte sich einfach kurz die Füße verbrennen, um an einen Combat Armor zu kommen, wie das aussieht. Sure, gut. Max Lux. Sagen, Digga, entscheidest du dich erstmal, wo du hinlaufen willst? So kann ich nicht auf dich schießen. So, ein Aufzug, der ist schön, ein Aufzug, der ist praktisch. Ich mag Zahnärzte nicht. So, okay. Ich wollte gerade in der Wand verschwinden, aber war so gerade nicht drinne. Oh, falsche Richtung. Habe ich nicht im Aufzug gequicksaved? Oder das Spiel dachte sich so, nee, im Aufzug ist doof. Du kleines Arschloch. Das war nicht ganz die Waffe, die ich eigentlich wollte, aber okay. Hauptsache, es ist hinüber. Ein Jacket Armor. Shit, wir haben eine Railgun. Ja, ja, ja. So, ich freue mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr über die Railgun gerade. Aber hey, das war die falsche Tür. Wir waren schon am richtigen Dampfer, als wir hier lang sind. Also, fast auf dem richtigen. Guck mal hier, kann man noch ein paar Heals einstecken, sogar auch ganz praktisch. So. Autsch. Okay, schade, ich hätte gedacht, ich könnte die Granate noch mitnehmen und vielleicht noch einen Heal finden, aber na gut. Dem ist wohl nicht so. Beam me up, Scotty. So, dann wollen wir doch mal schauen. Nachdem wir jetzt die Raygun haben.
und trotzdem nicht besser zielen können. Ist da kein Schalter? Jetzt habe ich auch so ein Ding, ne? Guckst du doof. Okay, die Raygun braucht ein bisschen länger zum Nachladen. Sagen, spiel ruhig mit den Granaten gerade. Ah, nochmal hier. Kollege von uns. Mensch, Digga. Wer war's denn? Na schade, da steht nicht Joker an der Seite. Wir waren ja Joker. Uiuiuiui. Der hat ja auch erstmal die Party gesprengt. Hätten wir die einfach hier vorne. Ein Silencer, den wir nicht brauchen. Abstürzen können. Hat aber ordentlich hier ein Loch im Boden gerissen, der Junge. Leider hat er es halt nicht überlebt. Oh. Gut, dann wollen wir doch mal hier aufräumen. Interessant. Ne, wo ist die Raygun? Bist du die Raygun? Ah, du bist die Raygun. So. Killt euch ruhig gegenseitig, das ist für dich jetzt weniger ein Problem. So, also Schalter drücken, ganz viele tolle, nein, nur einen einzigen. Alter, ganz schön demoliert hier alles. Hat der Schalter überhaupt gemacht? Oh, die sollten wir mitnehmen. So, return to industrial facility, resume primary mission. Ah, ja, die rote Schlüsselkarte. Stimmt, das war die zweite Scheißtür. Ich brauch so ein Ding. Arschkrampe. So, speichern. Oh, schade, ich dachte, vielleicht noch irgendein Secret oder so. Ich würde sagen, ihr werdet noch irgendwann eine Überraschung auf uns. So. Resume primary mission und auf geht's. Woohoo. Loading. So, proceed to refinery. So, mal schauen, wie wir jetzt hier alles neu haben. Erstaunlich ruhig. Ein bisschen zu ruhig.
Andererseits haben wir auch die 20 Minuten gerade leider wieder so passend voll, dass ich gerade auf die Tür suchen gehe. Hier vorne war es, genau. Die Tür suchen gehe und dann sage, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hinter dieser roten Tür wieder, sage ich mal. Demnach, ja, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.